Hi, heute wird's feurig und zwar hiermit. Das sind Chili Cheese Skirt Steak Taco Shells. Ein richtig geiles Fingerfood vom Grill und wie ihr das macht, das erfahrt ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meine Chili Cheese Skirt Steak Taco Shells brauchen werde. Los geht's natürlich mit dem Fleisch. Das hier sind 500 Gramm Skirt Steak. Habe ich bei der Schwarzwälder bestellt. Skirt Steak oder auch Zwerchfell genannt. Ein absolut fantastischer Cut. Toller Rindfleischgeschmack. Ein schöner Biss. Ein richtig klasse Stück zum Kurzgrillen. Das Ganze möchte ich in Tacos packen. Da habe ich hier so Tacos, die könnt ihr so im Supermarkt kaufen. Die sind großartig. Dann habe ich hier ein paar Jalapenos. Provolone-Käse, heute Morgen frisch geholt. Dann haben wir hier noch ein bisschen Frühlingszwiebel sowie etwas Chili und etwas Salz. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Und dann würde ich mal sagen, wir legen los. So, da liegt es also. Das Skirt Steak oder wie ich es liebevoll nenne, das Instagrammer Steak. Denn wie viele Fotos gibt es bei Instagram, wo sich Leute mit diesem Steak haben ablichten lassen? Einfach halt neben sich baumelnd. Kann man machen, muss man aber nicht. So, jetzt ist also ein Riesenlappen. Das ist also, wie gesagt, das Zwerchfell. Und da schneiden wir uns jetzt, dadurch, dass ich das auf Minimax machen möchte, verständlicherweise werden wir das da nicht draufkriegen. Wir schneiden uns das in entsprechende Portionen. Das bedeutet also, so lässt sich das Ganze handeln. Dann wird das Fleisch einfach nur gesalzen. Und damit ist es auch schon fertig vorbereitet und kommt jetzt auf den vorgeheizten Grill. So, wie wir sehen können, das Minimax haben wir schön auf Temperaturen gebracht. Deckel vorsichtig und langsam öffnen. Und dann können unsere Skirt Steak Streifen auch direkt aufgelegt werden. Direkte Hitze. Und werden jetzt erstmal schön angegrillt. So, das Skirt Steak liegt auf und es braucht nicht wirklich lang, gute Minute von jeder Seite. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Käsereibe, den Provolone-Käse. Der Rand ist natürlich entfernt worden und jetzt reibe ich diesen Käse hier. So, Käse ist gerieben. Ich denke, das sollte für die 5 Taco-Shells, die wir haben, hier durchaus reichen. So, Zeit, das Skirt Steak mal zu drehen. Ihr seht, das hat sich so ein bisschen zusammengezogen. Aber schöne Röstaromen hat es auf jeden Fall gekriegt. So soll das sein. Oh ja. So gute anderthalb Minuten später nehmen wir das Skirt Steak vom Grill runter. Ich will das nämlich nicht durchgegart haben, weil wir wollen es ja gleich in den Taco Shells noch überbacken. Das heißt, ich nehme es jetzt erstmal runter vom Grill. Der Grill wird auf indirekte Hitze umgebaut. Das bedeutet also, wir setzen den Konvektor ein. So, und dann beginne ich jetzt mit dem Zusammenbau der Taco Shells. Wir fangen damit an, dass ich hier eine Frühlingszwiebel habe. Die schneiden wir jetzt einfach, also es sind nur die grünen Teile von der Frühlingszwiebel. Die schneide ich jetzt grob in so Ringe. Die Chili, die ich hier habe, die dient tatsächlich nachher nur der Deko. Aber auch die können wir ja gerade mal kurz aufschneiden. Dann schnappe ich mir jetzt hier so ein Stück von dem Skirt Steak. Und wir hatten ja vorhin gesagt, dass die Fasern so verlaufen. Dementsprechend schneiden wir es natürlich gegen die Faser auf. Und wie gesagt, es ist jetzt noch nicht durchgegart. Schaut euch das an. Großartig sieht das aus. Da schneiden wir uns jetzt die Scheiben. Und ihr seht wunderbar, wie ich hier die Fasern durchtrennt habe. Und umso leichter lässt es sich dann letzten Endes auch beißen. So, Zeit, unsere Taco-Shells zusammenzubauen. Hier sind also die Dinger. Da fangen wir damit an, dass natürlich erstmal eine Lage Käse aufbringt. Also alles schmeckt besser mit Käse, das ist ja wohl vollkommen klar. Dann kommen ein paar von den Frühlingszwiebeln. Nicht zu viel, einfach nur so ein bisschen, damit man da so ein bisschen was hat, wenn man da drauf beißt. Dann habe ich jetzt hier die Jalapenos. Grüne, rote, das sind so eingelegte. Also die könnt ihr wunderbar dafür verwenden. So, und jetzt kommt unser Skirt Steak zum Einsatz. Das legen wir hier so rein, die Streifen. Ruhig ordentlich. Obendrauf dann nochmal ein bisschen von dem Provolone-Käse.
Und damit ist der Taco Shell fertig und kann jetzt auf den Grill zum Überbacken. So, die Taco Shells sind alle befüllt. Der Grill ist auf indirekte Hitze eingerichtet und die Taco Shells kann ich jetzt hier so wunderbar in den Grill reinsetzen. So, wenn die Taco-Shells alle drin sitzen, machen wir den Deckel zu und grillen sie jetzt gute 3 bis 4 Minuten indirekt bei 200 Grad. So, 4 bis 5 Minuten später riecht es fantastisch nach Provolone-Käse. Zeit, unsere Taco-Shells vom Grill runterzunehmen, noch kurz abkühlen lassen und dann wird probiert. So, zu guter Letzt machen wir natürlich noch was für die Farbe. Legen noch ein bisschen Frühlingszwiebel oben drauf. Sowie etwas von den roten Chili. So, hier habe ich jetzt also einen von den Chili Cheese Skirt Steak Taco Shells. Und ich würde mal sagen, wir beißen rein. Es riecht absolut fantastisch, also sehr zum Wohl. Oh Leute, Skirt Steak hat ja einen mega geilen Biss. Tolles Rindfleischaroma. Einfach nur ein bisschen Salz dran. Zusammen dann eben mit dem Provolone-Käse und den Chilis. Eine richtig geile Nummer. Bitzelt tatsächlich recht ordentlich im Mund. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Chilis ihr verwendet. Aber das hier ist eine wirklich schöne Geschichte. Eine extra Soße braucht es da auf gar keinen Fall. Das Fleisch ist saftig, ihr habt den Käse noch mit dabei. Oh, richtig gut. Ich werde das jetzt hier wegsnacken und kann euch nur empfehlen, das auf jeden Fall mal nachzumachen. Den Link zum Skirt Steak und zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schwarzwälder, richtig, richtig leckeres Zeug. Skirt Steak, vielseitig einsetzbar, solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, könnt ihr das gerne hier unten auf kostenfreie Ehrengriller-Basis ändern. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn man Instagram ist, der schaut gerne bei Instagram vorbei, da gibt es immer kleine Videos vom Dreh, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.